Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Man kennt es, es regnet schon die ganze Woche. Dann kommt man jedes Mal nach Hause und sieht genau so aus. Nein, falsch. Wenn du einen Regenschirm verwendest, dann würdest du nicht so aussehen. Aber alles gut, dieser junge Mann kommt aus einer ganz speziellen Gegend. Sag mir, dass du in Hamburg geboren bist, ohne mir zu sagen, dass du in Hamburg geboren bist. Ach, Hamburg, was für eine schöne Stadt in Norddeutschland. Da war ich zum Glück noch nie. Ja gut, mit dem Auto wären das 11 Stunden, mit dem Zug 14 Stunden. Zu Fuß gehe ich da 9 Tage hin und in dem Flugzeug 3 Stunden. Ich glaube, ich entscheide mich für das zu Fuß gehen. Aber ja, das ist ja nicht der eigentliche Grund dieses Videos. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt unter eine schöne warme Dusche gehen kann. Und ich will ja keinen Onlyfans starten, deswegen beende ich jetzt mal das Video. Schade, ich hatte schon Hoffnung, in dich so zu sehen wie diese junge Dame beim Skifahren. Bitch, you know I'm sexy. Ugh, don't call, just text. Nein, das ganze Video gönne ich euch jetzt nicht und jetzt runter 20 Liegestütze zur Bestrafung. Ich habe heute mein allererstes Fußballtor im Herrenbereich geschossen. Also ich persönlich habe noch nie ein Tor geschossen, außer ein Eigentor. Oh, ein Eigentor. Na, natürlich lasse ich mir das nicht entgehen. Wir schauen uns das Video an. Das Tor war ziemlich gut und irgendwelche frechen Leute schreiben in die Kommentare, gar nicht mal so gut lasse. Hey Leute, lasst doch diesen jungen Mann in Ruhe. Und genauso frech waren die Leute, wo er seine XXL-Verlosung angekündigt hat. Ab heute startet die größte Verlosung, die ich jemals hier auf Social Media gemacht habe. Ich werde von heute an bis zum 24. Dezember an jedem Tag einen Proteinriegel von More Nutrition verlosen. Was eine Riesenverlosung, danke dir. Leute, jetzt mal ehrlich, er will für euch jeden Tag bis zum 24. Dezember einen Proteinriegel raushauen. Das ist einfach traurig, wie die Leute das gar nicht wertschätzen. Das ist mir zu viel, was ich bekomme. Das kann ich nicht annehmen. Ich meine ja Spaß hin oder her. Es ist ja nicht so viel, wie ihr euch das vorstellen würdet. Aber ihr solltet zufrieden sein, dass er wenigstens etwas verlost. Mein bester Freund Oskar kommt jeden Tag vorbei. Auch wenn er mittlerweile etwas grenzüberschreitend geworden ist. Dann kriegst du nicht mehr richtig. War unsere Freundschaft bis hierhin ein richtig schwerer Weg. Du bist befreundet mit einer Taube. Wie kommt das zustande? 3 Monate lang, jeden einzelnen Morgen, für 30 Minuten ans Fenster gestellt. Imagine, man stellt sich 30 Minuten ans Fenster und wartet, bis die Taube kommt. Für sowas habe ich absolut gar keine Geduld. Ach Malte, du brauchst definitiv eine alte. Nein, brauchst du nicht. Er hat die Taube. So eine gute Beziehung zu einer Taube aufzubauen, das ist schon echt krass. Also ich konnte das nicht mal mit einem Menschen. Bei mir hat das Ganze immer so ausgeschaut. Hallo? Hi. Hi. Was geht? Was machst du so? Nix. Immer dasselbe, Jungs. Kennt ihr das? Es ist einfach verdammt anstrengend manchmal. Okay, und wie war dein Tag? Ganz gut. Ja, nice. Du zockst lieber, anstatt mit mir zu reden. Was? Also du zockst lieber, anstatt mit mir zu reden. Nein, ich war nur... Nee, schon gut, dann zock lieber. Du hast ja anscheinend was Besseres zu tun. Nein, ich war nur schon im Game drin. Hallo? Und das ist echt schlimm, ich sag's euch. Alles kommt von dir und von ihr kommt gar nichts. Wenn man ja ein Gentleman sein will, ruft man sie natürlich zurück. Ja, hallo, es tut mir leid, dass ich gerade gezockt habe. Ja, aber du hast ja anscheinend was Besseres zu tun. Du zockst lieber, anstatt mit mir zu reden. Hä, was? Ja, ich rede jetzt mit dir. Ja, nee, jetzt ist schon zu spät. Alter, was ist das? Ach so, übrigens, bevor wir noch zu dir gehen, ich... bin trans. Ach so, okay, ich bin bi. Okay, warum ist das problematisch? Es ist doch nicht problematisch. Wie kommst du darauf, dass das problematisch ist? Erstmal klingt es doch nach einer ganz netten Reaktion, oder? Ja, ist es auch. Das ist eine nette Reaktion. Du sagst, du bist trans, der andere sagt, ja, okay, kein Problem, ich bin sowieso bi. Ja, das stimmt ja wohl. Also, er steht auf beide Geschlechter, also alles gut. So, von wegen ist ja gar kein Ding, dass du trans bist. Aber dieses ich bin bi als Erklärung ist ein bisschen weird, weil es indirekt impliziert, dass du nur deswegen mit meinem Transsein kein Problem hast. Ja, also, wenn ich jetzt beschwert, natürlich die Mehrheit der Frauen ist wahrscheinlich nicht interessiert an einen Transmann. Weil du auch auf Frauen stehst. Und ich fühle mich dann so, als ob du mich trotzdem als Frau siehst. Ach komm, meine Güte. Das sind wieder Geschichten aus dem Polanergarten und Probleme aus dem Polanergarten. Natürlich schön, wenn das für dich ein Problem ist, aber ich sage ehrlich, es gibt wichtigere Probleme. Ey Jungs, werde ich sie heiraten, dann macht ein Geräusch. Wenigstens bekommt er Zustimmung von seinen Tieren. Das war's gewesen von diesem Video. Hier sind nur Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.